Jawohl! So, die Spielregeln, werte Vox Club her, werde ich dann gleich erklären. Jetzt kommt erstmal euer Hauptgewinn. Es könnte zum Hauptgewinn werden, wenn ihr den richtigen Beruf erratet. Herzlich willkommen, hier ist euer Kandidat, Oliver Rohm. So, Oliver, einen wunderschönen guten Morgen. Aber gerne. Die Spielregeln sind wie folgt. Ihr habt 2 Minuten Zeit herauszufinden, welchen außergewöhnlichen Beruf der Oliver Rohm hat. Das zweite ist, es gibt nur 10 Nein. Wenn 10 Nein Nein sind, dann ist das Spiel eigentlich so gut wie vorbei. Derjenige, der eine Ja-Antwort bekommt, darf eigentlich so lange fragen, bis wieder eine Nein-Antwort kommt. Wie gesagt, 2 Minuten Zeit. Ich bräuchte jetzt mal von dir, bitteschön, Oliver, eine charakteristische Handbewegung zu deinem Beruf. Nee, das ist Quatsch. Also. Lustig ist, ein Kasperl verschluckt. Oh. Werte Zuschauer zu Hause, wenn Sie jetzt mitraten wollen, beim ersten Gong machen Sie bitteschön die Augen zu. Unser Beruf geht dann hier entlang. Beim zweiten Gong dürfen Sie die Augen wieder aufmachen. So, bitteschön, hier ist Olivers Beruf. Schön ruhig, nichts vorsagen hier in der immer wieder Sonntagsarena. Halleluja. Stefan, ist jetzt der Oliver unser Hauptgewinner, oder was? Ja, noch nicht. So, 2 Minuten Zeit. Okay, die Zeit läuft ab jetzt. Geht es in dem Beruf um irgendwas, was nach oben geht? Ja. Ja, wie um bei euch Treppen. Auch. Steilberg nach oben, ja. Gehst du Treppen nach oben in dem Beruf? Ja. Ja. Stufen. Leiter. Ja. Ja. Musst du dann was putzen, wenn du oben bist? Selten. Nein. Eher nicht. Wir machen nein. Okay, nein. Musst du schwindelfrei sein? Ja. Ist es sehr hoch oben? Nein. Nein. Musst du viel schlafen dabei? Nein. Ist es in der Natur? Ja. Ja. Es hat was mit Klettern zu tun. Ja, indirekt ja. Hat es was mit Baumhaus zu tun? Oh. Leider ja. Ja. Bist du Hausmeister, Baumhaus-Hausmeister? Nein. Nein. Bist du professioneller Hochbettschläfer? Nein. Nein. Was machst du? Baust du Baumhäuser? Nein. Oder? Nein. Nein. Jungs, schon Baumhaus Direktor. Wirklich? Ja. Wirklich? Baumhaus Hoteldirektor. Wir sind der Meinung, dass er... Baumhaus Hoteldirektor. Ja. Wie kommt man denn darauf, Baumhaus Hoteldirektor zu werden, lieber Oliver? Gute Frage. Mein Vater und mein Schwager bauen die Baumhäuser. Ja. Der war gar nicht so knapp daneben. Ja. Und irgendwann haben wir gesagt, nicht immer für andere bauen, sondern auch mal für uns. So. Ja. Man baut da 2-3 Monate und dann kriegt jemand anders. Das war eigentlich schade. Dann haben wir gesagt, jetzt bauen wir mal was für uns. Wenn ich da übernachte. Ja. Na? Und es kommt ein Unwetter. Man lernte als Kind schon nicht unterm Baum gehen, da kann dich der Blitz treffen. Ja. Wie ist es denn dann? Ja, im Wald sollte man nicht rumtouren, aber in den Häuschen, die haben alle so einen Blitzschutz, da bist okay. du sicher. Wie viele Zimmer haben Sie denn da? 7 gibt's. 7 Häuschen. 7 Häuschen? Ja. Wo liegt das Ganze in Baden-Württemberg? Genau, mitten im Nirgendwo, also bei Ellwangen, Ahlen. So ah ja, bei Ahlen. In der Richtung. Wunderbar, sehr schön. Mhm. Wenn ich jetzt da zum Beispiel mal mein Handy laden will, gibt es da auch einen Strom in so einem Baumhaus? Ja, Strom haben wir, die Verbindung ist aber richtig scheiße, deswegen sei doch mal froh, wenn keiner anruft und dein Akku leer ist. Das ist so. Schön. Dann, Frühstücks ans Bett, wer bringt das? Hans Hassler aus der Bäckerei. Das ist der Hausmeister? Ja. Nee, das ist der Bäckereimeister. Ah. Der kommt mit dem Körbchen, das hängt er dann ran und dann ziehst du es hoch und dann kannst du schön auf der Terrasse frühstücken. Oliver Rohm, Baumhaus-Hotel-Direktor. Meine Damen und Herren, das ist er. Dankeschön. Alles, alles Gute, Dankeschön. Viel Erfolg, eine einzigartige Idee. Wir kommen jetzt zu einer Künstlerin, die hatte die schönsten Melodien und die bekanntesten Melodien von Peter Alexander.
sind zwar viele Mädchen da, doch leider nicht die eine, die ich meine. Poco, 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 la, ich wär ihr doch so gerne da und gäb ihr, wenn ich könnte, einen Kuss. Ich weiß, warum so, ich weiß, warum so, ich weiß, warum so, dir fehlt ein Mann, der dir keine Märchen erzählt. Ich weiß das, ich weiß das, ich weiß das, er dir